heißt, muss man sein, muss das sein, dann muss es gut sein. Und ich möchte auch nur kurz nochmal sagen, weil nachdem jetzt auch am Mikrofon hieß, man dürfte nicht sagen, das und das wäre Diskriminierung, dann muss man natürlich auch sagen können, warum ich wichtig finde, dass man Diskriminierung auch anspricht. Wie sollen wir denn sowas sonst überwinden? Also wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft, wo viele so geprägt sind und wir werden das nur überwinden, wenn wir offen darüber reden. Und also mir geht es ja so, ich meine, wenn man eine gewählte Position hat, dann ist man im öffentlichen Raum und dann ist es auch normal, dass es in Facebook-Posts Dings natürlich Personen angesprochen werden. Die Frage ist ja, in welcher Form werden die wird darüber gesprochen oder werden die Leute bloßgestellt? Und das ist ein Unterschied bei Frauen und Männern. Und ich dachte mir von daher erst, als die Kritik kam, naja, und dann kam aber der Satz, wo Frau Koch meinte, und gerade bei Frauen, und plötzlich ist es dort hinten in der SPD-Fraktion bei den Männern, das hat man im Tonfall erkannt, dass die Rolle losgegangen ist. Und das können Sie. Aber solange ich hier Rederecht habe, darf ich das auch sagen, weil es gehört eben zur Debatte und dann müssen Sie damit leben.